Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Sith Hexer bzw. Sith Inquisitor bzw. andersrum. Letzte Folge hatten wir wieder eine Überlängenfolge, weil ich einfach wieder den Timer nicht gesehen habe. Weil genau die Sonne darauf scheint, auch wenn die Sonne gerade weg ist. Das war jetzt sehr rote Logik. Und jetzt muss ich irgendwie die Zeit rauskriegen. 6 Minuten überzogen, das heißt, die nächste Folge muss 6 Minuten kürzer sein. Theoretisch. Also wir müssen jetzt erstmal zum Hangar des Schiffes. Also so gesehen haben wir Zeit. Wir machen jetzt hier keinen Stress. Aber ich lasse den Timer einfach mal laufen. Warum nehme ich nicht gleich den Gleiter? So, 31, Ruhebalken ist auch fast fertig. Ein ausgeruht worden, das ist ja wirklich total viel. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade in der Kantine war, ne? Ich muss sagen, wir haben jetzt auch wirklich sehr viele Ausgeruht-Punkte, wie auch immer die immer noch funktionieren. Was das für ein Geräusch? Ich hänge an dem Ding fest, natürlich. Ich weiß nicht, warum ich immer da oben lang fahre. Mache ich irgendwie immer so einmal rein da. Hätte ja ins Schiff gehen können, wieder aus dem Schiff rausgehen können, aber nee, komm. Oh, ihr habt also Wilkes besiegt und es lebendig aus der Wüste rausgeschafft. Das mit Wilkes überrascht mich nicht. Aber als ich hörte, dass ihr in die Wüste wollt, also, ich hätte nicht damit gerechnet, einen von euch wiederzusehen. Etwas mehr Anerkennung, bitte. Zollt den Kerl etwas Respekt. Überraschung. Andronikus hat sich als ziemlich brauchbarer Kämpfer erwiesen. Ein brauchbarer Kämpfer? Ich habe diese Sandleute ganz schön aufgemischt. Das sollte keine Beleidigung sein. In dieser Wüste gibt es jede Menge tödlicher Gefahren, gegen die man nicht ankämpfen kann. Jedenfalls bin ich froh, dass du hier bist. Jetzt kann ich dir dafür danken, dass du diesen nichtsnutzigen Wilkes ausgeschaltet hast. Mit einer anständigen Führung könnte es bei der Exchange of Tatooine zur Abwechslung mal vorangehen. Viel Spaß. Danke für eure Hilfe. Ich habe es nicht vor euch getan. Dafür wünsche ich euch viel Glück. Danke, ich bin optimistisch. Und Andronikus, es tut mir leid. Schon in Ordnung. Es hätte mit uns sowieso nicht geklappt. Immer dieses Gebrüll und all die herumfliegenden Gegenstände. Bald hätte sich noch jemand verletzt. Tja, dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Viel Glück da draußen. Ich bin durcheinander. Lass uns etwas Ärger machen. Endlich! Ich gehe Schrecken verbreiten. Ich habe das Gefühl, dass wir beide ein prima Team abgeben werden. Verschwinden wir jetzt lieber von diesem Felsen. Wird das Holoterminal deines Schiffes? Und da verschwinden wir vom Planeten. Von Tatooine. So, erstmal wieder ab zum Holo-Terminal. Schüler, ich nehme an, dass du das Artefakt gefunden hast? Ausgezeichnet. Ah, Andronikos. Es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen. Hallo, ihr habt euren Stein also endlich gefunden. Ja, vielen Dank, dass ihr uns so bereitwillig zu ihm geführt habt. Ihr seid gewiss eine große Verstärkung für die Crew meines Schülers. Du musst dich beeilen und das verbliebene Artefakt finden. Wie erwünscht. Mit größtem Vergnügen, wenn es sein muss. So gut wie erledigt. Ich freue mich darauf, deinen Ruhm erleben zu dürfen. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Gefährtgespräche jetzt.
300.700 besser. Bis deiner Foto ich habe was entdeckt, ihr erinnert euch, dass ich euch von Orton Terra, dem Schüler meines Meisters und seiner der Shade-Sklaven, erzählt habe. Ich bin sicher, dass mein Schattenjäger-Kollege Beshik Urk lebt und dass mein Herr, der Tod, ihn noch nicht zu sich ruft. Was macht euch da so sicher? Wie sollte mich das kümmern? Wo ist er? Gibt es neue Entdeckungen? Ich habe gerade eine Nachricht von einem verschwundenen Bescheid empfangen. Der Ausgangsort mein Versteck meines Meisters auf Tatooine. Wenn Beshik Urk auf Tatooine lebt, muss ich ihn finden und mit ihm reden. Das ist meine letzte Verbindung zu meinem Meister. Grausame Verwendung. Wo wartet ihr denn noch? Gehen wir. Sei nicht so sentimental. Dann solltet ihr besser sofort aufbrechen. Verschiedene Bindung zwischen uns offenbar nicht. Ich kann nicht lange von eurer Seite weichen. Es sei denn, ihr befreit mich. Ich habe treu gedient. Ich bitte euch nur, mich nach Tatooine zu begleiten, um herauszufinden, ob Beshik Urk noch lebt. Schaden kann's ja nicht. So sei es. Vergesst es. Es ist schon eine Weile her, seit ich Sand unter meinen Füßen gespürt habe. Ja, nämlich 3 Sekunden. Wie waren die immer gewünscht? Ich werde die Signale, die ich empfangen habe, verfolgen, um herauszufinden, wo genau sich Beshik versteckt. Für die Übertragungsquelle. Machen wir diese Folge noch 7 Minuten, haben wir nur noch... Wie lange dauert denn die Quest? Oh, 34 KP. 27, oder muss ich aber schnell hin? Ach komm, dann machen wir das jetzt hier noch schnell. Also kriegen wir doch keine kurze Folge mehr. Also wird es wahrscheinlich eher noch eine längere Folge. So, porten wir uns erstmal direkt. Ich habe schon gerade über Karte geguckt da. Barrikade der Farmer. Reiner. Hier war ich doch vorhin schon. Jetzt bin ich gleich hier hinführen können. Hier waren wir doch gerade eben auch schon. Die Gebäude sehen nicht immer alle gleich aus. So, Cam, ich brauch dich mal. Dann nehme ich mir mal das Schiff vor. Mason Bummer. Mason Bummer. So we look ah, Cam, so mein schwarzer Freund. Wie lange habe ich gewartet? Ich sehe, ihr habt hier eine Schoßtier gefunden. Es riecht schwach, aber ich vermute, es wird Potenzial. Schoßtier? Ganz im Gegenteil. Ich bin nicht schwach, ihn schocken. Provoziert mich nicht. Ich bin Cam Vals Gebieter, nicht sein Schoßtier. Und in Amagas Kapana, ah, mein Freund, das tut mir leid. Das ein tiefer Fall gewesen sein. Nona. So I weiß Silvans in Iswish Pamal. Dieser Sift und dann gibt es, wenn ihr den da liegt. Da war schon immer weich, wie immer. Der Beste, müsst ihr irgendwann selber durchlesen. Ich war nicht schwach. Ihr wart schwach, ein Sklave dieses Monsters. Seht euch vor, Yashik. Schön langsam, ihr zwei. Töten wir ihn. Ich mag es nicht, wenn man Cam beleidigt. Batai Guiban ist. Ni Fragiles Frau Jan. Akran Bayradans Jawan Pan Gudis. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Jimanja. Okay, Beshik Urks Truhe untersuchen. Iswarim Ja, Beshik Urks Todgebieter. Natürlich ist er das. Mein Beileid. Jeder sentimentaler nah. Schade, dass es so enden musste. Bis deiner Foto, Peinana. Ja, reicht es nur nicht, dass ich vom Verrat meines Musikers noch einen einzigen Freund erfahren musste? Muss ich auch noch euer Mitleid ertragen? Ah, ihr habt meinen Respekt verdient. Wenn nicht sogar meine Loyalität.
And so we look barbaros. Jetzt hast du diesen Ort verlassen und nie wieder von diesem Geist entsprechen. Okay. Dann weg da. Also ab zum Schiff. Okay, weiter. Also können wir nichts mehr sagen. Also geht's jetzt erstmal weiter zu Tweak. Wolltest du reden? Wir nehmen den tollen Reisenäugling, verdient die Belohnung. Vier und starken Schlachtenzahlung. Vermisse meine Heimat nicht. Dort gab's nichts mehr für mich. Mein Stamm ist weich und feige. Wir haben keinen Ehrgeiz und fürchten meine Stärke. Und darum war ich nicht willkommen in meinem Dorf. Bei mir bist du willkommen. Es ist nicht gut, gefürchtet zu werden. Verlange nicht, dass ich deswegen weine. Sie haben nicht zu schätzen gewusst, dass du anders bist, Treak. Aber ich tue es. Du hast deinen Platz in der Galaxis gefunden. Ihr habt recht, ich bin hier glücklich. Wie nie, Häuptling. Wir wären uns ein Stamm großer Krieger. Ihr überwindet alles, was euch im Weg steht. Die Republik kann euch dabei dienen, wenn Jahrzehnten für meine Welt herumgewandert, um meinen Weg zu den Sternen zu finden. Dabei träumte ich von einem ewigen Krieger, umgeben von Feuer. Ich glaube, das wart ihr. Ja, ich habe eine Bestimmung. Was hast du sonst noch gesehen? Ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich bin ein Meister der Macht. Und jeder spürt meine Stärke. Selbst du auf dieser fernen Welt. Ich denke dem Schicksal, das mich zu euch geführt hat. Ich hatte noch nie einen besseren Häuptling. Mit euch werde ich Welten erobern und Feinde zahllos vernichten. Unsere Legenden werden nie verblassen. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Du bist eine große Freundin, Tweak. Bist du bereit für mich zu sterben? Schön, dass du so denkst. Denn so schnell werden uns die Gegner nicht ausgehen. Ich bin kampfbereit, immer zu jeder Zeit. Die Worte machen mich hungrig auf neue Kämpfe. Gut an, Häuptling. Wir gehen. Okay. 12.000 XP. Nice. Und jetzt noch einmal zu Andronikos Revell. Na komm, da. Erzählt mir mal etwas, Sith. Scheint, als wüsstet ihr alles über mich und ich nichts über euch. Wart ihr schon immer ein Sonderling? Oder seid ihr da nur so reingestolpert wie ich? Ich war als Verbrecher verurteilt. Ich setze ein, was ihr gegeben habt. Lass mich in Ruhe. Ungenutzte Stärke ist verschwendet und ich bin nicht zart beseitet. Wir werden zusammen viel Spaß haben, oder? Ich war Buchhalter auf Monilinst. Dann entschloss ich mich dazu, ein bisschen mehr zu erleben. Also setzte ich dem Boss des intergalaktischen Bankenclans einen Blaster an die Schläfe und machte mich mit ein paar Millionen Credits aus dem Staub. Seitdem raube und morde ich. Ihr lügt. Davon glaube ich zur Hälfte. Da werde ich gut auf mich aufpassen. Na, da seid ihr ja ganz schön durchgestartet. Aber haltet mir besser keinen Blaster an den Kopf. Keine Sorge, Sith. Ich habe einen guten Überlebensinstinkt. Okay, hat aber noch ein Gespräch. Ihr habt ein ziemlich hübsches Schiff. Zwar keine Sky Princess, aber welches Schiff ist das schon? Ich hatte auch mal so ein Schiff. Keine nennenswerte Panzerung, aber bei dieser Manövrierfähigkeit braucht man auch keine große Verteidigung. Was damit passiert? Bla bla bla. Ich bin nicht gerne verwundbar. Als ich euch kennengelernt habe, hattet ihr offensichtlich kein Schiff. Wurde in Stücke geschossen. Aber als es noch ganz war, war es wirklich ein Erlebnis. Das Beste war Feigling. Mit einem doppelt so großen Schiff zu spielen und dann im letzten Moment hochzuziehen. Die Sky Princess war großartig. Aber das konnte sie nicht. Und ihr habt es nicht ersetzt? Hände weg von der Steuerung. Wollt ihr mein Pilot sein? Warum habt ihr dann zur Sky Princess gewechselt? So schön so ein kleines Schiff vielleicht ist. Man kann einfach nicht genug Ladung mitnehmen. Und man verbraucht zu viel Treibstoff beim Hyperraumsprung.
Piraten müssen ihren Lebensunterhalt verdienen und fliehen können, wenn der Druck zu groß wird. Aber dieses Schiff hier hat das Beste von beiden. Fliegt wie ein Traum und verschwindet blitzschnell. Wenn ihr wollt, könnt ihr es fliegen. Euer Flugstil klingt doch etwas wild. Für mich nur das Beste. Es wäre mir eine Freude, euch als Pilot zu haben, wenn ihr nur halb so gut seid, wie ihr behauptet. In meiner Branche lebt man nicht lange, wenn man zu Übertreibungen neigt. Sagt mir einfach, wohin ihr wollt. Hat er noch ein Gespräch? Hey, ich hab die Zeit zum Plaudern. Frage überrascht mich. Aber immer doch. Im Moment nicht. Sicher. Denkt ihr an etwas Bestimmtes? Nein, nur so. Allzu lang bin ich ja noch nicht an Bord, aber ich wüsste ganz gern, mit wem ich arbeite. Nichts Gefühlsduseliges oder so. Ich will nur sicher gehen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Kommt mir einfach nicht in die Quere. Alles beruht auf Geselligkeit. Ich habe ihr das Sagen. Ihr haltet mir den Rücken frei und ich euch. So einfach ist das. Dann sind wir einer Meinung. Nur noch eine Sache. Wenn ihr irgendwann Ärger mit der Republik habt, lasst mich mitmischen. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Und es wird noch lange dauern, bis ich zufrieden bin. Was für Gespräche hat er denn jetzt? Hört ihr das, Sis? So klingt nur eine Sache in der Galaxis. Das Summen eines untätigen Blasters. Potenzielle Energie. Genau hier. Als ob man an seinem Geburtstag aufwacht und sich fragt, was man wohl bekommt. Ein paar Minuten lang ist das alles. Die ganze Galaxis. Sie wartet nur darauf, dass man den Abzug zieht. Hat er einen Namen? Ihr redet zu viel. Er schließt mich nicht gleich. Wie nennt ihr ihn? Ach, ich gebe meinen Blastern keinen Namen. Ist nicht gut, zu sehr daran zu hängen. Was ich fragen wollte. Diese Blaster sind gut, aber Piraten sind immer nur so gut wie ihre Ausrüstung. Wir haben nicht solche tollen Machtkräfte wie ihr Sith. Hier, bitte. Kehrt die Augen offen. Beschwert euch nicht ständig. Ich glaube, ich habe noch ein paar hier, wenn ihr das meint. Ich werde es abgelten, Sith. Keine Sorge. Danke. Alter, wie viele Gespräche hat der Typ denn? Ich glaube, der Schiffsantrieb macht manchmal komische Geräusche. Macht es euch was aus, wenn ich mir das mal ansehe? Meinetwegen. Ist ziemlich vielseitig. Ist er kaputt? Das ist mir völlig egal. Sind sicher nur irgendwelche Ablagerungen. Aber das Ding soll uns ja nicht in einem ungünstigen Moment um die Ohren fliegen. Ich bin zwar kein Experte, aber vor dem Krieg habe ich viel von einem Freund gelernt. Der beste Techniker, den ich kannte. Und der schlechteste Kartenspieler. Er hat nie durchschaut, dass die Karten gegen ihn gezinkt waren. Und das waren sie jedes Mal. Woher kanntet ihr ihn? Klingt nach einem richtigen Siegertyp. Wo ist er jetzt? Einer von euren Piratenfreunden? Mein alter Herr hatte einen Laden auf einem dieser Planeten, auf dem nur Leute landen, die Probleme haben oder vor irgendwas weglaufen. Karl kam in so einer Blechdose reingerauscht, die nur noch durch reine Willenskraft zusammengehalten wurde. Und durch die Fähigkeiten des besten Mechanikers der Galaxis. Nach dem Krieg machte er mich zum Co-Piloten auf einem Schiff namens Bloodshot Rancor. Ich habe viel gelernt, bevor er das Schiff verzockt hat. Aber ich langweile euch sicher schon mit meinem Gequatsche. Oh ja. Alter, was hat er für eine Gespräche hier? Der Antrieb ist repariert. Sieht so aus, als hätten wir bei einem unserer letzten Sprünge einen Stein mitgenommen. Nichts Schlimmes. Erinnert mich daran, wie ich mal mit der Sky Princess durch ein Asteroidenfeld geflogen bin. Meine Schiffsmechaniker haben geschäumt vor Wut. Sie mussten die Triebwerke wochenlang von Steinen befreien und einen der Heckantriebe austauschen. So stark war der beschädigt. Ein Asteroidenfeld? Wie idiotisch von euch. Unglaublich, dass ihr überlebt habt. Was wolltet ihr denn in einem Asteroidenfeld? Vor dem Gesetz fliehen. Wenn eine ganze Flotte republikanischer Schiffe hinter einem her ist, nimmt man jede Deckung, die man kriegen kann. Und Steine haben keine Kanonen. Außerdem, was ist das Leben schon ohne ein bisschen Risiko? Deswegen bin ich ja Pirat geworden. Risiko, Reichtum, Freiheit. Kann ich nachvollziehen. Ihr seid nicht mehr frei. Klingt nach Spaß. Dann sollte ich vielleicht auch zu den Piraten gehen. Bei den Sith gibt es zu viele Regeln. Ich glaube, ihr werdet einer der Besten. Der einzige Sith-Pirat der Galaxis.
Alter, ich habe den noch gerade erst bekommen, den Gefährten. Wo war das für Was machen Gespräche? Sith eigentlich in ihrer Freizeit? Sith-Kram. Welche Freizeit? Das ist mein Geheimnis. Das Übliche. Lügen, töten, manipulieren. Sith ist sowas wie eine Lebenseinstellung. Zumindest geht ihr humorvoll damit um. Alter, was hat der denn jetzt hier Spaß, ja? Was hat der für ein Kann Gespräch, ich etwas ey? Für euch tun? Wie geht's euch? Eine Massage wäre toll. Was sagt der Pilot? Ja, komm. Ich habe einen ziemlich verspannten Rücken. Es gibt sicher irgendeine Twi'lek, die ihr für eine Massage bezahlen könnt, oder? Ich bin nicht euer Sklave. Oh doch. Lol. Okay. Naja, komm. Aber man kriegt trotzdem immer noch Gewinn, obwohl er eigentlich das nicht mochte, aber egal. Jetzt will ich aber die Folge jetzt aber beendet. Ich würde sagen, bis bald und ciao.